Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Gimu, Leute. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe schon ein paar Tage nicht gezockt, aber wir wollten auf jeden Fall. Wir wollten ja auf jeden Fall unseren. Ich bin jetzt irritiert. Warum habe ich hiervon jetzt zwei? Haben wir eins gefunden? Habe ich eins nachgebaut? Oder ist das wieder so ein kleines Updings vom Spiel? Naja gut, haben wir. So, also, Biologie. So, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen... erstmal gehen wir die Rover-Geschichte an. Das ist safe. Das hatten wir ja gesagt. Wir wollen auf jeden Fall den Rover bauen. Aber wir müssen auch erstmal noch ein paar Sachen freischalten. So, wir haben ja gesagt Biotisch. So, wir haben es 12.50 Uhr. Ja, jetzt wollen wir mal wieder reinkommen hier. So, kein Gerät. Was haben wir? Batterieregel gedöns, ist klar. Elektrik, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie viel Strom ich. Nee. Elektrik. Drucker ist der Biotisch. Oh, die Botanik ist dran. Oder habe ich jetzt wieder. Gab es da mal wieder so ein kleines Ups-Ding bei unserem Spiel? Weil ich habe doch. Eigentlich habe ich doch was gemacht, oder? Nee, Lager. Ah, doch. Dekodierende Stäbchen. So, Pendrive Botanik. Kann sein, dass das Lager mal wieder irgendwas übernommen hat. So, okay. Und was haben wir noch? Wir haben noch Mechanik. Das ist Elektrik. Das heißt, ja, Schande. Problem ist natürlich jetzt, dass. Ich möchte kein Lager extra jetzt noch bauen. Keine Werkstatt, wisst ihr? Ich müsste jetzt eigentlich noch eine Werkstatt bauen, damit ich Tische stellen kann. Das ist jetzt doof. Ja. Hauptquartier haben wir leider noch nicht. Korridore, nein. Garage haben wir tatsächlich hier auch noch nicht. Luftschleusen ist klar. Wir haben noch gar nichts weiter, ne? Die Dome haben wir. Wir haben das Gewächshaus, ist klar. Naja, ich könnte das Gewächshaus bauen. Warte mal, lass das mal rausgehen eben. Helm habe ich auf, ne? Ja. Und wieso ist die Anzugsbatterie? Nee, stimmt, das war in einem anderen. Ich wollte ja das Gewächshaus sowieso separat bauen. Ja, Leute, wir haben ein bisschen Platzprobleme. Ich würde ja natürlich gerne erstmal unseren Rover vorziehen, aber den muss ich dann erforschen. Ich könnte natürlich, wie gesagt, das Gewächshaus vorziehen. Das könnten wir tun. Wenn ich das Gewächshaus vorgezogen habe, dann kann das raus. Dann hätten wir schon mal Platz für zwei weitere. So, wie sieht es eigentlich aus? Eine unserer Anzugsbatterien ist ein... Irgendwas ist hier schon wieder faul, Leute. Irgendwas ist doch hier mit meinem Spielstand schon wieder faul. Aber gut, ist wie es ist. Ja, ich würde sagen, wir machen das, weil wir brauchen Platz. Ich möchte jetzt die ist auch 100%. Ungerne jetzt was rausschmeißen. Ja, lass uns das doch mal testen. Wie gesagt, ich wollte ja das ein bisschen getrennt haben. Ist uns das egal, wo wir das hinhaben wollen? Ich würde sagen, mal nicht so weit vom Wasser weg. Würde eine separate Stromquelle dafür hinbauen, dass wir davon getrennt sind. Wasser tatsächlich von hier ab, sprich mit einem neuen Brunnen. Eventuell einen neuen Brunnen setzen. Wir haben ja genug Platz. Okay, passt auf. Wir gehen die Sache mal an, weil leider kein Platz. So, Elektrizität, nein, wo war das? Lebensmittel, oder? Das wäre dann das Gewächshaus. So. Gewächshaus. Das würde ich dann tatsächlich ein klein wenig höher setzen.
falls wir nochmal was ansetzen wollen, anbauen wollen, da ist ja Stroh. Warte, oh, oh, ach so, jetzt auch. Okay, ja, ich kann es ja wieder nur so drehen. Eventuell könnte ich nach hinten noch ein zweites rausbauen. Okay, gut. So, dann brauche ich... Warte mal, ich würde gerne einmal... einmal... den hier mal wegmachen, den Pin. Ja, und dann nehme ich auch mal das Haku-Ding weg. Das brauchen wir ja auch nicht. Da bewegen wir uns jetzt ja zur Zeit. Das mache ich auch mal weg. So, das nervt mich immer ein bisschen. Okay, also Gewächshaus. Das würde ich uns dann einmal markieren. Mal gucken, ob ich jetzt die richtige Dings gedrückt habe. Ui, tatsächlich. So, ein kleines Rohr haben wir auf jeden Fall. Eins. Wir fangen einfach schon mal an. Aluminiumplatten brauchen wir. Ich weiß auch überhaupt noch gar nicht. So, wir hauen einfach mal alles rein, was wir bis jetzt haben. Aber das wird jetzt gleich an den Aluminiumplatten scheitern. Würde ich dann auch in Form von... Okay, 13, das heißt... 17, korrekt. Gut. Wir tasten uns ran, Leute. Wir tasten uns ran. 17 Aluminiumplatten. Wir schauen mal, was wir noch so auf Halde haben. Was habe ich hier noch irgendwas drin? Haben wir hier noch irgendwas drin? Ich muss... ja, da ist nur Rohr drin, aber das hat sich ja gerade erledigt. Hier haben wir Stahlplatten, die kann ich mal mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Wir können Solarplatten... Ne, das sind Elektrik. Das ist gut. Und nochmal Solaris. So, Sprengstoff ist egal. Hier sind noch Glasplatten. Glasplatten werden uns mit Sicherheit auch noch fehlen. Glasplatten, ja, brauchen wir auch. Brauchen wir auch, war klar. Ja, wie gesagt, immer wieder was Neues. Hier kommt erstmal so schnell keine Ruhe rein. So, bist du noch aktiv, Kollege? Nein. Okay, die Elektrik ist auch aus. Wie sieht's aus mit der Botanik? Hat den Pendrive. Ich möchte einmal kurz hier mal in die Forschung gehen. Okay, wir haben eh keine Punkte. Dann schließlich mache ich dich aus. Ich wollte nur einmal gucken für die, die wir jetzt haben. Tisch Botanik. Ei, Gott. So, Tisch Elektrik. Schalte ich den an. Ja, ich könnte auch den Stromverbrauch höher schalten. Ich mache das jetzt mal so, weil eigentlich... So, wir haben 14 Punkte, aber ich glaube, wir haben jetzt soweit alles in Elektrik freigeschaltet. Für den Rest brauchen wir noch Tablets. War das korrekt? Den kann ich noch machen. Industrielle Energiewandler. Hier fehlt uns die Batteriegeschichte. Blaupause. Ja, also ihr seht, wir müssen auf jeden Fall nochmal wieder, ne? Ist klar. Ah, hier mittlere Antenne. Ist ja eigentlich nicht so wichtig, Antenne. Da werden wir testen. Oh, Entschuldigung. Antenne werden wir auf jeden Fall testen. Gut, dann sind wir erstmal hier safe. Jetzt brauchen wir hier Blaupause. Okay, 3D-Drucker, dich mache ich mal an. Ihr wisst ja selbst, mit den Steinen, das ist ja eigentlich auch fix gemacht. Ich muss nur mal gucken. Ich schätze, wir werden nicht mehr viel haben. Aluminium ist knapp. Aluminium wird uns fehlen. Aber wir können ja mal gucken, wie viele Aluplatten könnten wir. Also ich habe gesagt 17, ne? Meine ich, brauchen wir noch. Wir brauchen eigentlich 17 Aluminiumplatten. Kriege ich im Leben nicht mal zwei. Okay, lasst uns raus. Wir gehen jetzt noch ein bisschen klöppeln. Wir gehen mal raus ein bisschen klöppeln. Okay.
Haben wir eigentlich schon einen Steinbrecher? Ich meine schon, ne? Es ist bestimmt unter Ressourcen, Kollege. Das ist kleiner Schredderer. Naja, ich denke nur mal so. Ich meine, das ist jetzt auch noch mal... Weil wenn ich den kleinen Schredderer habe, ich kann ja ganze Brocken jetzt auf unserem Pickup laden. Und da kriegen wir weitaus mehr raus. Planänderung, würde ich sagen. Planänderung. So, nimm dir noch mal den Trenny hier. Ich hau den erst noch mal weg. Dann nehmen wir die Ressourcen für die, den kleinen Schredderer. Ja, dann nehmen wir jetzt die ganzen Ressourcen für den kleinen Schredderer, weil es ist effektiver, wenn wir den dann nutzen, um Ressourcen zu sammeln. So, wo setzen wir den denn mal hin? Ich würde sagen, nicht so dicht hier ran. Wir können ihn ja hier hinsetzen. Umbauen werden wir, schätze ich, sowieso noch mal. Oh, hier gefällt mir das eigentlich jetzt ganz gut. Okay. Eher so rum? Nee, so. So ist gut, glaube ich, oder? So, dann gucken wir mal. Ah, passt auf. Ich werde hier einmal wechseln. Ja, wir bauen das. Dann bauen wir... genau, wir bauen das. Dann bauen wir den kleinen... Aluminiumplatten ist klar. Da müssen wir einmal so, genau, den kleinen Schredderer, dann das Gewächshaus und dann gehen wir auch an den Rover. Nützt ja nichts, Leute, nützt ja nichts. So, wir brauchen jetzt noch eigentlich 5 Aluminiumplatten. Dann lasst uns noch mal gucken. Nein. Mal gucken, wo hatte ich doch hier Aluminium? Irgendwo war ich hier doch noch. Das ist Schöne ist ja, man braucht ja auch die Calcium. Oh ja. Calcium. Eule, vielleicht solltest du den... Pass mal auf. Wäre vielleicht sinnig, ein Fahrzeug zu nehmen, oder? Was meint ihr? Könnte man machen, ne? Pass auf, wir fahren mal weiter hinten hin. Ich werde aber... Schon wieder 18:01 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen. Wir gehen erstmal schlafen, weil es wird dunkel, es wird kalt. Meine Güte, was ist denn los hier? So, Hunger ist okay, Hydration. Ich werde mal was trinken. Was trinken hier? Ja, ich kenne mich aus. So, ja. Ich hoffe, dass das mit der Nahrung... wir haben auch noch was im Inkubator. Also da brauchen wir doch gar keine Angst haben. Ich sag mal 8 Uhr, okay. Achso, es gibt übrigens, wenn wir mal nochmal über Mods reden. Also wie gesagt, ich spiele ja dieses Spiel ganz ohne Mod. Und ich werde mir auch keine drauf machen, weil ich ja sehen will, hatte ich euch ja schon erzählt, wie das halt sich so entwickelt. Aber ihr kriegt natürlich auch also der Mods, dementsprechend auch, was die Zeit betrifft. Weil die Zeit hier schon ziemlich heftig schnell läuft. Na, also war ich tatsächlich kurzfristig am Überlegen, mir das dann auch raufzumachen, habe mich dann aber umentschieden tatsächlich. Also tatsächlich so zu spielen, wie ich es jetzt mache. So. Na komm, einen kannst du dir noch gönnen. Wir haben 25, das ist okay. Ah, Wasser ist okay. Batterie sieht auch gut aus. Wasser, ja, war gut. Ich weiß, du wolltest eigentlich auf Toilette.
So, wir waren draußen, wir wollten uns den Kahn nehmen und Aluminium suchen. Meine, wir haben alles. Hab ich eigentlich... Wartet mal kurz. Wir wollten nur noch einmal reingucken, was ich hier so drin habe. Aluminium. Ja, ich meine, wir brauchen aber eigentlich noch mehr. Aber passt auf, ich schmeiß das mal rüber. Was ist da? Ach, hier, den müsste ich auch einmal noch mal scannen. Hier ist auch noch eine Batterie drin. Das ist unsere Notfallrationsgeschichte, ne? Kleine Leiter, kleine Leiter. Ja, aber da haben wir auch. Passt auf, den nehmen wir jetzt auch noch mit rüber. Schrauben werden wir auch brauchen. Ich nehme den Kasten. Das kann erstmal noch hier bleiben. Okay. Butter. So, wollen wir nochmal gucken. Also Aluminiumplatten fehlt uns jetzt. Aluminium fehlt uns auf jeden Fall. Da fahren wir jetzt los und gucken mal. Ich würde sagen, wir fahren mal. Ich gehe jetzt erstmal da vorne hin. Nimm doch mal den Scanner. Den müsste ich doch eigentlich schon haben, ne? Lass es Aluminium sein, komm. Eisen. Jetzt laufe ich doch wieder hier so durch die Gegend. Ich wollte ein Auto holen. Aber es ist blöd, wenn man da rauf zufährt. Oder zeigt der ein... Ich weiß gar nicht, zeigt der dir das auch so an? Was es ist? Nein, zeigt es nicht. Oh, komm. Kann das sein, dass wir das letzte Mal irgendwie auch schon Aluminium gesucht haben? Silizium? Ich glaube, da hinten habe ich noch was gefunden. Ich drehe durch. Mann. Ja, danach dann unbekanntes Erz. Okay, unbekanntes Erz sagt Silizium. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Eisen. Oh, Leute. Ich brauche Fahrzeug, nützt nichts. Kommt rein. Wir müssen ein anderes Feld suchen. Hier ist alles voll, aber kein Aluminium. Oh, scheiße. Schade, Marmelade. Ich wollte mit euch eigentlich den Rover aufbauen. Da könnt ihr mal sehen, wie schnell so ein Plan sich denn in Rauch auflöst. So, läuft denn hier wenigstens alles so ein bisschen? Ja, das ist okay. Das läuft einigermaßen. So, wir können... Nehmen wir den großen oder nehmen wir den kleinen? Ich nehme mal hier nur das Quad, okay? Komm, wir nehmen nur das Quad. Das reicht doch erstmal. Wir können ja eh noch keine Steine aufbauen. Ich meine, das finde ich schon geil. Also das muss ich schon sagen, das finde ich schon richtig, richtig gut. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo wollen wir denn mal hinfahren? Wo haben wir denn überhaupt was? Guck mal da hinten. War das Ding so lahmarschig? Fragezeichen. Ich meine, Energie haben wir noch, aber das ist ja schon mal was. Eieieiei. Ja, aber das ist sinnig. Wir machen den Schredderer, dann können wir uns anständig Erze besorgen schon mal. Okay, müssen wir auch aufpassen, weil wir haben nur den kleinen Anzug. Das heißt, direkt parken, aber es ist auf jeden Fall besser. Glaubt mir. Es ist auf jeden Fall besser. Silizium. Ja, schön. Silizium. Okay, also Aluminium ist... Leck mich doch am Arsch, oder was? Entschuldigung. Ich glaube, da hinten... Ich glaube, hier haben wir auch schon alles. Wir fahren da ganz hinten mal hin. Ich finde kein Aluminium. Das gibt es doch gar nicht, oder was? Hier ist nicht mehr mal ein Brocken, aber höchstwahrscheinlich haben wir schon alles abgegrast. Wir fahren mal da hinten hin. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich kann da auch... Ich glaube, da haben wir auch alles schon abgefrühstückt, oder? Nein, komm, wir holen uns Platten. Weil, wie gesagt, uns fehlt eh noch der Schleifer 3, ne? Oder habe ich den jetzt gefunden? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Kommt, Aluminium. Suchen wir Aluminium. Weil die Zeit rennt hier. Das gibt's doch gar nicht. Also wir machen das jetzt hier heute noch so ein bisschen gemeinschaftlich und sollte das sich hier wieder mal in ein
Wir haben nichts geschafft, dann werde ich die Materialien einmal suchen. Ah, Calcium. Calcium, na, ist ja super. Silizium, ja, schön, schöne, schöne große Quelle. Eisen, ja, super. Jetzt sag nicht dieses kleine Bröckelchen hier oder was. Eisen. Och, komm schon, Spiel, komm. Give me Aluminium. Dum, 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 dum. Eisen, Aluminium. Na, hervorragend. Und der da? Oh ja, der ist schön. Der ist auch gut. So, Leute, ich habe Aluminium gefunden. Kommt, lasst uns mal eben schnell fix hier. Dass wir den wenigstens in der größten Ausbaustufe schon haben. Jetzt will ich ja durchdrehen. Sonst würde ich durchdrehen. Hier, sowas, ne? Das würde ich dann schön hinten auf unser Ding schmeißen. Das sind wahnsinnige 7 gewesen. Das war ja nix. Ist dann auch effektiver. Also man kriegt da natürlich auch viel mehr raus. Hol doch ab. Das ist natürlich wieder ein großer. Das war Eisen. Silizium. Da ist auch noch ein schöner Aluminiumblock. Ich nehme erstmal den kleineren hier. Naja, ob ich so viel kleiner ist, der auch nicht. Ich weiß gar nicht. Ich könnte dann ja auch sprengen nachher. Können wir schon den Zünder bauen? Oder habe ich den sogar schon? Ich weiß es gar nicht. Oh. Nee, ich glaube, den habe ich noch nicht. Ich verwechsel das immer mit anderen Spielständen. Das war ein Problem. Hm. Aber ich glaube nicht, ne? Dann würde ich nämlich auf jeden Fall ein bisschen den Sprengdings ansetzen. Dass wir ganze Steine wegkriegen. Und vor allen Dingen, was würde ich sagen? Also auf jeden Fall, wenn der Rover nachher irgendwann dann mal fertig ist, das wird dann auch schon fix gehen, wenn wir dann erstmal die Grundlagen haben. Dann werden wir uns natürlich auf die Suche nach weiteren Tablets machen. Dann fühle ich mich aber auch ein bisschen wohler, weil all diese Steine hier, die können wir uns so schnappen, auf den Tonner schmeißen, nachher auf unseren Pickup. Und da kriegen wir dann auch schon ordentlich was weg. So. Okay, da ist noch was. Problem ist natürlich, wir brauchen denn ja auch immer viel. Was haben wir denn jetzt hier an Aluminium? 110. Das lohnt sich. Das ist leider noch ein bisschen zu wenig. Es ist noch ein bisschen zu wenig. So, wo war denn der nächste? Was war das hier? Das war Silizium. Ach, guck mal. Das ist ein 106er. Ja, ich nehme hier lieber die kleineren. Da ist nicht ganz so viel Arbeit dran tatsächlich. Weil die größeren, der Block, haut ihr nur mehr, einfach nur Sachen weg. Ey, wieso fällt hier so viel weg? Ist das nur ein Ding? Na, guck mal, Aluminium 6. Das ist hier gar nichts. Hier steht 106. Kriege ich nur die Einsatzziffer oder was? Ah, das ist halt, der Schredderer ist halt auch effektiver. Weil der macht einfach, ist, ich nenne es mal so, der ist halt zu grob. Ja, das ist, was kriegen wir hier? Wieder 6? Wieder 6. Also von den 106 bleiben 6 über. Was? Natürlich nicht so. So, wir probieren den nochmal und dann geht es wieder zu. Nein, dann gehen wir zurück. Dann wollen wir sehen, dass wir Aluminium haben. Guck mal, wir brauchen auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Eisen, aber Eisen haben wir bei uns noch eine Menge. Was brauchen wir noch?
Also eigentlich fehlen uns ja nur noch Aluminiumplatten und eine Packung Schrauben. Also mittlere Leiterplatte habe ich mit Sicherheit. Uiuiui, ich will jetzt nicht direkt runterstehen. Das habe ich schon gehabt. Da bin ich doch mal vor die verreckt. Das geht kaputt. Also, wieso wäre das hier schon wieder so dunkel? Geh mal lieber unter raus. Oh, wo bin ich denn hier? Hilfe! Also ich bin tatsächlich schon mal gestorben. Ja, ihr seht, also bei den Großen, da wird dann ja auch nicht so viel übrig bleiben. Das war jetzt 1100 und? Was kriegen wir? 100 und? Ich meine, das wäre ja schon mal was. Und wie gesagt, den ganzen Beifund, der wird dann ja auch durch den Schredderer rausgefiltert. Und ich bin immer noch... Tatsächlich, ich klöppel also so nachher auch mehr Steine lieber, weil du da viel mehr, finde ich, schneller auch bist und rauskriegst als Station abwracken. Ja, wenn wir sowieso unterwegs sind, natürlich machen wir. Aber. Und jetzt ist es auch noch ein bisschen schwieriger, weil wir wirklich alles kaputt machen müssen. Steht sie mit ihrem alten Stemmhammer. Nee, komm, Aluminiumplatten wollen wir heute noch zusammen machen. Ist mir egal, weil es ein bisschen länger dauert, aber heute, wir machen heute Aluminium. Ich will mit euch den Schredderer aufbauen. So, wie gesagt, in den nächsten Folgen, ich glaube, ihr habt es auch genug gesehen, wie man hier Steine klöppelt. Und ich die Zeit habe, werde ich da mal ein paar kleine Blenden machen. So, dass wir hier auch ein bisschen was gerissen kriegen. Aber heute machen wir nochmal so. Kommt ein bisschen was zusammen. Das ist gut. Ich hoffe, wir haben noch genug Metall. Eisen. Ich weiß das gar nicht. So. Ich glaube, es ist alles weg. Was war das? War das? Nee, war das Eisen? Ja, das ist Calcium. Ah, das ist Eisen. Aber lasst uns mal ruhig nach Hause fahren und gucken, ob wir... Wir brauchen hier auch nicht mehr viel, ne? Gut, dass ich da hinten geparkt habe. Ja, klasse. Klasse, klasse, klasse. So, was war das? Genau, wir brauchen jetzt noch sieben Aluminium und... sieben Aluminium und 196 Schrauben. Und eine mittlere Leiterplatte, aber ich glaube, die werden wir wohl haben. Irgendwo im Kasten. Jetzt baue ich die aus der Maschine aus. Ich befürchte aber fast, dass wir nicht genug für Nägel haben. Habe ich nur vier Schrauben? Also nicht Nägel, sondern Schrauben. Jupf. Die Rampe ist echt steil hier, ne? So, guck mal, ich habe ein bisschen Aluminium mitgebracht. Lager. Lass mal rüber. Drucker... Eisen 88. Ja, das reicht uns natürlich nicht. Das heißt, ich muss auch noch Eisen klöppeln. Hey. Aber gut, kommt. Erstmal Aluminium. Eigentlich brauche ich 7 Stück. Ich mache mal 10. Weil nachher brauchen wir eh noch mehr. So. Und Nägel, weiß ich, haben wir eh zu wenig. Das heißt, wir brauchen noch mal Eisen. Wir brauchen noch mal einen Schluck Eisen. So 200 Stück. Weil ich glaube... Warte, lasst mich einmal gucken. Ein Metall. Aber wir haben 88.
Oh, nee, verdammt. Ah, ja, stimmt. Der hat ja immer mal 10, das gute Ding. Stimmt, habe ich gar. Ich vergesse das immer. Stimmt, der hat ja mal 10. So, nehmen wir mit. Nehme ich mit. Kommt, lass durchlaufen. Dann kriegen wir das Ding ja noch fertig. So, hab ich denn? Ich lehne mich ja so weit raus und sag ja, hast du, haben wir? Öffnen. Klein, Mittel, ja. Das sollte auch so funktionieren. Lager. Auf jeden Fall die Aluplatten. Gestern mal, das ist ja mal 10 an Schrauben. Ein bisschen sehr krass, ne? Ein Eisen für ein Schräubchen. Aber ja gut, dann haben wir erstmal Schrauben. Dann haben wir erstmal Schrauben. Das ist auch gut. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Ich muss dann noch bisschen für Strom sorgen, aber das sollte nicht ganz so problematisch sein. So, Schräubchen haben wir. So, dann können wir jetzt einmal ganz fix. Habe ich noch was zum Reparieren? Komm, wir machen jetzt auch noch mal ein Reparaturding. Weil das Ding wird höchstwahrscheinlich reparieren. Eine Aktualisierung gab es ja noch nicht. Kommt. Zum Abschluss der Folge gibt es den Shredder. So. Den Shredderer. Ja, das ist jetzt natürlich der etwas einfache Renner, aber das Thema hatten wir ja schon in den letzten Folgen. Müssen wir durch, ne? Das machen wir hier noch schön gemeinschaftlich. Einmal den kleinen Schredderer aufbauen. Ich werde dann gleich zwischen den Folgen einmal Strom für die Stromversorgung sorgen. Und ich denke, ich werde dann. Nee, nee, wir machen dann, für die, die es denn noch nicht kennen, wie man es auf den Pickup verlädt, einmal kurz nochmal ein paar Erze sammeln, Aluminium etc. Dann mache ich aber eine Blende, ne? Wir machen einmal gemeinschaftlich den Pickup voll und dann fahre ich hierher, zeigt da, oder ich mache vorher eine Blende, wie auch immer. Auf jeden Fall nicht mehr so lang dann. Nicht keine ganze Folge Steine klöppeln. Nein. So, hau rein. Da kriegen wir das schon hin. So, aber ich habe von allem was, ne? Ja. Stimmt, weil Glas brauchen wir noch. Also wir brauchen eigentlich Silizium, wir brauchen Eisen, wir brauchen das volle Programm. Aber wie gesagt, jo, da ist er. So, Leute. Schredderer steht. Ja, guckt ihn euch an. Ist der einfacher, hat halt kein großes Lager, wo man Container versenken kann, geschweige denn einen 3D-Drucker. Gut, aber wir haben ihn. Also Leute, dann sehen wir uns übermorgen, wenn ihr Bock habt. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und übermorgen gibt es dann, versuchen wir Platz zu schaffen, indem wir das Treibhaus bauen. Also, macht's gut, euer Maruk. Ciao.